Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei uns bei Dudi Gaming. Und heute haben wir mir eine Vorschau-Preview-Episode, würde ich es nennen, statt einer vollen normalen Episode. Der Grund dafür ist folgendes. Nun, wie ihr euch denken könnt, werden die Glitches und Tricks immer weniger. Ein Spiel ist nicht unendlich gefüllt mit Bugs und was wir machen können. Allerdings habe ich hier was Schönes entdeckt in Pokémon Rubin, Saphir und Smaragd. Die klassischen, nicht die Remakes, die jetzt erst für den 3DS rausgekommen sind. Und zwar basiert dieser Trick, den ich euch zeigen möchte, auf den Granarbeeren-Trick. Wir hatten schon mal ein paar Videos vorher. Ich werde auch den Link dafür unten in die Beschreibung einpacken. Habe ich euch gezeigt, wie ihr in der Smaragd-Edition Pokémon klonen könnt mit Hilfe dieses Granarbeeren-Tricks. Und jetzt haben wir hier quasi eine abgeänderte Version, die uns quasi erlaubt, wie ihr hier sehen könnt, verschiedene Arten von Missingos zu fangen. Alle Pokémon-Editionen haben unterschiedliche Missingos. Der Unterschied ist hier nur bei den neuen Editionen, dass tatsächlich die neueren Spiele immer denselben Namen haben. Also selbst wenn es ein anderes Missingno ist, hat es trotzdem nur diesen Fragezeichen-Namen. Deswegen sind die ein bisschen schwer zu unterscheiden, auf puren Sehen. Und ich kann euch den leider jetzt auch nicht zeigen, denn wenn ich jetzt hier das öffnen würde, wenn ihr Kopfhörer anhabt oder eure Boxen laut, dreht sie ein bisschen runter. Denn sonst wird es jetzt etwas laut. Ihr seid gewarnt. Also, auf geht's. Ihr hört es schon. Ich mach das jetzt sofort weg. Das Spiel crasht halt einfach nur. Und ihr habt diesen grässlichen Crash-Ton nicht sehr schön. Und es gibt halt verschiedene Fragezeichen mit Signos. Wir konnten zum Beispiel uns das in dem Verdopplungstrick konnten wir uns das ansehen. Und ich werde jetzt noch nicht zu sehr in die Details gehen. Das wird wahrscheinlich ein sehr großes und langes Video dann werden. Bald, aber jetzt nicht in dem, wo ich dann erklären will, wie ihr unter anderem an dieses Missing nur rankommt, dieses Besondere. Und dann Stück für Stück, was wir damit alles machen können. Also wir sind jetzt quasi von der ersten Generation zur zweiten gewechselt und jetzt so langsam von der zweiten geht so langsam in die dritte über. Aber ist auch schon genug, blablabla, würde ich sagen. Ihr wollt natürlich was sehen. Und zwar, was ich euch hier in dieser kleinen Vorschau zeigen möchte, ist, wie wir unser Aussehen ändern können. Ihr seht, wir laufen hier als, ja, Ash ist es ja nicht wirklich, aber halt unsere männliche Spielfigur. Und wir haben hier jetzt unser Missing nur an erster Stelle. Und dieses Missing, das ist hier nicht sichtbar, hat einen sehr, sehr langen Namen. Und das macht sich halt bemerkbar, wenn irgendeine Person über unser Pokémon spricht, zum Beispiel der Namenbewerter. Oder hier im Pokémon-Fanclub, dieser nette Herr mit dem, der ein Interview mit uns machen möchte, um euch zu zeigen, was ich meine, wechseln wir einfach jetzt hier mal kurz die Pokémon. Wenn wir ihn jetzt ansprechen, seht ihr hier blablabla. Das Ganze funktioniert natürlich wie immer auch auf der richtigen Edition, falls ihr mit dem Game Boy Sound habt und auch auf der deutschen Version. Da seht ihr, der Text ist ganz normal. Pokémon wird ganz normal erkannt. Wenn wir jetzt halt zum Missigno wechseln, passieren Dinge, die wir in dem Fall wollen, aber eigentlich nicht sollten. So, Missigno ist an erster Stelle. Und ihr seht schon, hier wird kein Name angezeigt. Der Text wird jetzt komplett glitschig durcheinander. Und hier seht ihr schon die Box. Sieht auch schon ein bisschen kaputt aus. Und jetzt kein Interview geben. Und wenn wir jetzt das Startmenü öffnen, seht ihr direkt hier, sind auch alles verändert. Wir haben hier keinen Namen mehr. Wir können trotzdem das Menü öffnen. Wir sollten allerdings jetzt nicht in unsere Karte gehen, weil durch das Glitch-Missigno haben wir jetzt auch einen unendlich langen Namen. Und alles, wo irgendwo unser Name angezeigt wird, bringt das Spiel so ziemlich zum Crashen. Wir können hier auf der Speicherfunktion können wir mal schauen. Ihr seht hier rote Farben, die da eigentlich nicht sein sollten. Der Name ist sehr verändert. Wenn wir jetzt hier zurückgehen, das Pokémon-Menü ist auch ein bisschen kaputt. Ein weiterer Nebeneffekt ist, dass unser Pokédex ebenfalls kaputt ist. Lässt sich eigentlich so gut wie nichts mehr machen. Und unsere Pokémon-Box ist auch kaputt. Wir haben ja ein paar Bad Eggs, also schlechte Eier, die wir uns tatsächlich auch angucken können. Und hier aus Versehen einmal nach oben gedrückt und schon hat das Spiel aufgehangen. Seht hier 000. Ist eigentlich kein Pokémon da.
Und einfach mal wieder resetten hier. Ja, kein Problem, wir haben ja gespeichert. So, das heißt, wir aktivieren das Ganze noch einmal. Sprechen mit dem netten Herrn. Scroll das Ganze mal ein bisschen vor. So. Mit ihm gesprochen. Jetzt seht ihr, wir haben einen anderen Effekt aktiviert. Wenn wir jetzt hier statt einen kaputten Rahmen haben, wir jetzt hier einen bunten Rahmen. Hier aber wieder dasselbe mit den Pokémon-Eiern. Der Name ist wieder ein bisschen anders. Also tatsächlich, wie sich der Name ändert, ist immer zufällig. Aber jetzt das Eigentliche, was ich euch zeigen wollte. Wenn wir jetzt die Tür verlassen, sehen wir so aus. Und ihr seht, mit jedem Schritt oder in jede Richtung, die ich schaue, ändert sich das. Und wenn wir jetzt auf unser Fahrrad steigen, ändert sich auch das Model zu dieser Frau hier. Und wir rennen, ihr hört es auch in der Musik, sehr schnell in der Fahrradmusik. Wir können auch alles machen. Wir können auch den Radweg betreten. Seht ihr, es geht alles kein Problem. Ihr habt hier gesehen, dass hier unser Schatten sogar angezeigt wird. Warum auch immer. Aber irgendwie in anderen Farben. Auch sehr interessant. So, wenn wir noch irgendwas Schönes machen. Mal probieren, ob wir uns nochmal einen Glitch-Pokémon ansehen können. Scrollen mal ein bisschen nach oben. Hier haben wir ein Pokémon, das Wasserfall kann. Wo ich mich nicht daran erinnern kann, was haben wir denn hier? Ein Ei mit... Hat aber das Spiel aufgehangen. Was mit einem Hyperball gefangen wurde. Hat keine Nummer. Kein Typ. Sehr gut. Also wieder resetten. Also ihr seht, hier ist alles ziemlich kaputt. Man muss aufpassen, was man tut. Allerdings verändert sich immer, in was man sich verwandelt. Das heißt, es ist zumindest zur Zeit sieht es sehr nach Zufallsprinzip aus, was passiert. Wir gucken mal, in was wir uns jetzt verwandeln. Raus hier. Und ihr seht, jetzt sind wir hier dieser nette Herr. Das ist, glaube ich, der Chef von Team Magma, wenn ich mich nicht irre. Wenn ich mich irre, korrigiert mich sehr gerne. Wenn wir jetzt aufs Fahrrad aufgehen, ja, ist wieder die Frau. Nur diesmal mit weniger Glitches. Und wenn wir vom Rad wieder absteigen, haben wir den netten Herrn. Ich habe gerade das schnelle Fahrrad. Wir fahren mal hoch zum Fahrradladen und gucken mal, was passiert, wenn wir uns das Trickrad nehmen. Ob wir springen können. Oder ob sich da auch das Spiel aufhängt oder so. Ich muss dazu sagen, ich bin ein sehr schlechter Radfahrer. Also hier im Spiel. Also wenn ich gegen alles Mögliche knalle, entschuldigt das. Okay, ja, da geht's schon weiter. Oh, das sah gut aus. Und natürlich stand da einer. So. Gucken wir mal. Raus hier, ganz schnell raus hier. Interessant ist auch, wenn ich jetzt hier vom Rad absteige, wenn ich mich normal bewege, ist... Alles funktioniert in der richtigen Richtung, aber sobald ich anfange zu rennen... Nee, bleibt er auch. Also ich hatte vorhin mal probiert, dann ändert sich die Richtung immer. Wohin die Person schaut. Wenn man rennt. So, hallo. Ich möchte gerne das Bad wechseln. Und jetzt sehen wir hier wieder eine ganz endlose Schlange an unserem Glitch-Namen. Das ist auch das Besondere, was dieses Glitch-Pokémon ausmacht, denn ihr seht gleich... Aber unser Name hat jetzt so ein Symbol, was eigentlich gar nicht im Namen existieren könnte, sollte, dürfte, müsste. Sucht euch eins aus. Das ist nämlich so ein Scroll-Symbol um einen, so einen roten Pfeil. Ich hoffe, ich sehe es nochmal. Da wird jetzt normalerweise, wisst ihr, normalerweise Text oben und unten. Aber durch dieses Symbol ist der Text nur, wenn wir jetzt A drücken, seht ihr, der Text scrollt dann immer oben weiter. Jetzt haben wir endlich den Zeilenumbruch. Ich verschnelle das hier mal ein bisschen, weil das wirklich sonst ewig dauert. So, jetzt haben wir hier unten noch einmal das Ganze, weil wir das Fahrrad bekommen haben. So. Hallo. Okay. Fahrräder gewechselt, endlich. Und jetzt sind wir hier dieser nette Herr. Aber ich drücke gerade den Sprungknopf und ihr seht, wir haben keine Sprunganimation. Und wenn wir stehen bleiben, hängen wir sogar fest. Können wir runter? Ja. Also, sobald wir springen drücken, entweder in Bewegung bleiben, ansonsten hängen wir wie hier fest. Okay. Ja, schauen wir nochmal, was wir noch so Schönes finden. Muss ja noch mehr Sachen geben. Mal gucken, ob irgendwas Besonderes kommt, wenn wir dem ein Interview geben. Ich habe bisher mal das Interview abgebrochen. Machen wir einfach mal. Okay. So.
Irgendwas hier, Piepe. Und wir sind jetzt einfach Lady. Oh, unser Symbol oben ist auch ein Lady. Das ist mir gerade gar nicht aufgefallen. Ihr seht, im Interview hat sich jetzt unser Model geändert. Wir sind gar nicht mehr der Kerl. Wir sind jetzt plötzlich das Mädchen, die Maike. Das ist auch interessant. Aber hier sind wir wieder normal. Auch nicht schlecht. Hier jetzt schon wieder Maike. Pokémon. Das jetzt. Nein. Status. Ah, Status Bug. Bug klingt gut. So. Okay. Gucken, unser Rahmen ist jetzt wieder ein anderer. Ihr seht schon, unser Name hier ist diesmal nur dieses Symbol. Aber dahinter versteckt sich noch ganz viel mehr, also sollten wir am besten nicht reingehen. Unsere Tasche verändert sich eigentlich nicht. Die Fragezeichen davor sind gewollt, weil hier über 100 Items drin sind. Also über 99. Dann kommt da automatisch das Fragezeichen-Symbol. Nö. Die Tasche sieht ganz normal aus, aber der Pokédex dürfte wahrscheinlich wieder ganz normal... Ja, der ist kaputt. Also gehen wir hier wieder raus. Gucken, was wir jetzt sind. Oh, jetzt sind wir Maike, die am Schwimmen ist. Auf hier dem Surfer-Pokémon, aber als Statue. Gucken, wenn wir... Oh! Wenn wir aufs Fahrrad steigen, sind wir ein Lugia. Das ist aber auch nett. Maike und Lugia. Okay. Übrigens... Noch ein paar weitere Sachen, dadurch natürlich wir jetzt ganz viel unendlich Pokémon haben. Aufgrund des Miss-Signo-Tricks. Oh, jetzt haben wir sogar mit Animation. Ja, auch gut. Da könnt ihr natürlich nicht euren Pokémon heilen und ihr könnt auch nicht den Computer benutzen, da sonst das Spiel abstürzt. Wir machen jetzt einfach mal, da ich eh gerade resetten wollte, um zu schauen, was wir noch alles finden. Heilen wir jetzt einfach mal unsere Pokémon. Ja. Ich glaube, da hat Schwester Joy ein bisschen was zu tun. Okay, das wird so ziemlich niemals aufhören. Deswegen brechen wir es einfach ab. So. Und wir schauen mal, was wir noch so alles Schönes finden. Einen Versuch machen wir noch. Dann reicht das erstmal. So. Wir beantworten wieder ein paar Fragen. Diesmal Grüße. Sagen wir mal Hi. Okay. Und jetzt das. Irgendetwas, irgendetwas. That's it. Das. Cool. Okay. Wir verlassen das Gebäude. Und diesmal sind wir ein leuchtendes Kyogre. Das ist auch sehr gut. Wir blinken beim normalen Gehen und wenn ich Rennen aktiviert habe, durchgängig unser Licht an. Und unser... Was ist unser Fahrrad? Unser Fahrrad ist mal wieder die Frau. So. Interessant ist, dass sich das Modell niemals ändert. Und wenn wir jetzt jemanden ins Pokécenter reingehen. Den Computer benutzen. Ihr seht schon hier unser Glitchname. Ich glaube, mit Computer einschalten ist heute nicht viel. Ich glaube, hat sich aufgegangen. Nein, noch nicht. Oh. Das tat weh, tut mir leid. Ah. Okay. Ein Versuch noch, eins noch, einmal. Und dann war es das. Fürs Erste. Vorspulen, vorspulen. Machen diesmal wieder ohne Interview. Gehen einfach mal raus. Und wir sind wir selber. Wenn wir aufs Fahrrad aufsteigen. Aufs Fahrrad aufsteigen sind wir auch wir selber, nur ohne Fahrradmodell. Okay. Das ist auch gut. Dann rennen wir gerade einfach nur sehr schnell, als müssten wir ganz dringend auf Toilette. Wechseln wir noch einmal
Das Fahrrad. Sieht eigentlich unser Menü aus? Ja, unser Menü sieht relativ okay aus. So, ich bin nicht mehr am Fahrrad. Oh, ich bin doch am Fahrrad. Warum sind wir so langsam und warum kann ich rennen? Wir haben einen zusätzlichen Glitch wohl. Ich bin eigentlich gerade nicht am Fahrrad. Ich mache nur die Renntaste, aber ich kann nicht absteigen. Ich werde aufsteigen, weil das Spiel denkt, ich bin drauf. Haben wir noch einen weiteren Glitch entdeckt. Interessant, interessant. So, ganz schnell raus hier. Ich hoffe, die lässt uns jetzt überhaupt raus. Ah, okay, die schmeißt uns raus. So geht's auch. So kann ich. Ah, das Spiel denkt jetzt, ich bin auf dem Fahrrad. Super. Hoffe ich, wenn ich jetzt ins Gebäude reingehe, dass er automatisch sich absattelt. So, Fahrrad wechseln bitte. Jetzt wieder ganz viel Vorsprung. Gib mir das andere Fahrrad bitte. So. Gleicher Matt. Na? Okay. Und nein, das Spiel denkt immer noch, wir sind auf dem Fahrrad, obwohl wir nicht mehr drauf sind. Okay, das hat nicht geklappt. Dann wäre es das auf jeden Fall fürs Erste. Ja. Ich hoffe. Also wir können mit diesem Trick noch einiges machen. Wie gesagt, es gibt viele andere Missignos, abgesehen von diesem hier. Das noch viele andere Fehler hervorruft. Hier ist übrigens, dass der Pokédex wie er normal aussehen sollte. Mit ganz anders. Ja. Aber die ganzen anderen Sachen. Oh, ich sehe gerade, ich habe gar nicht so viele Items. Da ist die Tasche wohl doch ein bisschen. Die wurde doch multipliziert. Alle Items. Okay. Wieder was dazugelernt. Auch gut. Ja. Also, wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wie gesagt, wir werden jetzt in Zukunft wahrscheinlich sehr viel hiermit experimentieren. Und diesmal haben wir... Oh, eine Gießkanne. Ein bisschen hier Blumen gießen. Und oh! Es ist unser Red, unser Classic-Trainer auf dem Fahrrad. Sieht auch nett aus. Dann beenden wir das Spiel heute so, statt so. Wir sind heute in Pokémon Rot und Blau. Okay, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mehr kommt demnächst. Mit mehr Missignos wieder, statt Münzkorben und Co. Wenn euch das Video gefallen hat, favorisiert es doch, gebt den Daumen nach oben, teilt das Video mit euren Freunden. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Video. Bis demnächst.